Boah, das ist zu viel. Oh Mann. Option. Ja, es gibt. Ja, Speis. Was haben wir? Das Duo mal noch schnell öffnen. Blablabla. Wasser. Wir sind ganz in der Nähe des Bahnhofs. Okay, Hammer. So. 6. Willkommen in Aleo City. Armer Reichter. Komm schon. Ist hier noch irgendwo Leute? Sand ist nur. Ne, aber das ist noch ein bisschen. Immer her damit. Haben wir schon 4000 zusammen. Zug A fährt jetzt ein. Bitte zurücktreten. Alter Schwede. An alle Passagiere. Aufgrund der jüngsten Invasion könnten sämtliche Züge von bewaffneten Blagsöldnern besetzt sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeit. Groß Schaden. Oh je, keine Munition mehr. Och nö. Meistens ein Kartenpaket, also Munition drinnen. War es das schon? Da ist er. Komm, wir fahren mit. Achtung, Reisende. Gravizug D fährt jetzt ab. Okay. Nächster Halt, die Halle der Helden. Ja. Da ist er. Komm, wir fahren mit. Ja, wir fahren gerne mit. Bin ich schon da? Zurücktreten. Zug A fährt jetzt ab. Dann nehmen wir ein bisschen was mit hier. Na los, Kleng. Das müssen wir unbedingt verhindern. Okay. So, irgendwie. Und tschüss. Okay.
Kill machen. So. Okay, dann jetzt. Ich stehe raus, aber. Ich hoffe, das Ding war nicht teuer. Gott. Das kostet. Bestimmt gibt es einen sehr guten Grund für diesen Killerfischtransport. Ich spiel's auch. Ich hoffe, das Ding war nicht teuer. Bestimmt gibt es einen sehr guten Grund für diesen Killerfischtransport. Diese Bombe hat eine 5 Kilotonnen Sprengladung. Wenn sie bei der Halle der Helden hochgeht, gibt's eine Katastrophe. Dann sollten wir uns beeilen. Mehr Blag! Dann sollten wir uns beeilen. Nein, das wollte ich nicht. Nein! Diese Bombe hat eine 5 Kilotonnen Sprengladung. Das ist ein Schuss.
auf nach unten. Hier seht ihr, hier gibt es Gummischnitten, alle Gummischnitten. Diese Bombe hat eine 5 Kilotonnen Sprengladung. Wenn sie bei der Halle der Helden hochgeht, gibt's eine Katastrophe. Dann sollten wir uns beeilen. Ratchet, da kommen noch mehr nach. Siehst du? Kinderspiel. Diese Bomben haben Näherungsauslöser. Sie explodieren bei Ankunft in der Halle der Helden. Verstehe. Dann wird es Zeit, die Dinger abzuladen. Okay. Rax, bitte komm. Wir erreichen die Halle der Helden. Verstanden, Ratchet. Wir treffen uns am Vordereingang und beginnen mit deinem Training. Wir haben den Befehl, Drag Industries in 3 Tagen anzugreifen. Das heißt, ihr zwei bekommt jetzt einen Schnellkurs. Ha! Ja genau! Wohnt bei Mami 472! Was ist los? Hast du was gegen eine Abtreibung? Hey, Elaris. Hi, Brax. Elaris leitet die Entwicklung unserer Ausrüstung und hilft bei taktischen Fragen. Meistens ersteres. Die Schutztruppen schießen erst und denken dann. Tut mir leid, so sollte das nicht rüberkommen. Was meinst du? Na komm, ich führe dich herum. Auf geht's, Kadett. Machen wir dich fit für die Schutztruppen. Bis später. Wir werden so viel Spaß haben. Dein Protoanzug ist die modernste Kampfrüstung auf dem Markt. Und in allen aktuellen Herbstfarben erhältlich. Cool. Das ist super. Was kommt jetzt? Halo-Sprung in feindliches Gebiet? Suborbitales Kampftraining? Langsam, Kleiner. Jetzt kommt das Grundtraining. Der Captain hat diesen Fitnessparcours entworfen, cool, damit wir körperlich in Topform kommen. Viel Glück. Nicht schlecht. Ach, man kann noch vorhin rum dabei. Hallo, Kadetten. Willkommen bei Captain Quarks Fitnessprogramm. Sowohl an eurer Körperkraft arbeiten, als auch an eurer Kraft. Seid ihr bereit, loszulegen? Dann geht's los! Ha? Immer doch. So, schön, wenn wir gucken. Hier gibt's ja meistens immer noch irgendwas zu holen. Guck mal. Ich wollte nicht holen. So, dann wollen wir mal anfangen mit dem coolen Training. Der Gerechtigkeit. Deine Quadrizepse brennen sicher vor Rechtschaffenheit und Schmerzen. Komm schon. Klaro. Es ist an der Zeit, den Energieturm zu erklimmen. Du musst von Plattform zu Plattform springen. Aber gib Acht, wo du hintrittst. Diese Teile nehmen eine Position ein und gehen dann völlig ohne Vorwarnung über in eine ganz andere Position. Huch. Die Abschätze bin ich wieder müß. So.
Okay, und jetzt? Herzlichen Glückwunsch! Du hast den Energieturm bezwungen. Geh zur Hauptplattform und hol dir deinen Preis ab. So. Ich hätte es müssen. Ich habe das Ganze überstanden, ohne zu sterben. Der letzte Kadett, der so ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Ich lebe noch. Ja, dasselbe. Dieser Übungsparcours bringt offenbar gar nicht so viel Übung. Schalt extra vor. Aha. Extras. Cheats, ne? Ich mag keine Cheats, ich bin mir. Jetzt. Vorsicht, ich bin Eigentum der galaktischen Schutztruppen. Und jetzt? Jetzt hast du bestimmt ganz viele Sachen gelernt. Wir treffen uns vor der Halle der Helden. Ich habe eine Aufgabe für dich. Na. Der klingt aber nicht gerade nett. Nett, nett, nett. Dachte ich, es wäre jetzt an der Zeit, dir ein neues Gefährt zu besorgen. Ein Sternenspringer der G-Klasse. Ist er für mich? Technisch gesehen gehört er den galaktischen Schutztruppen. Überlebst du aber, schließt du die supergeheime und trotzdem moralisch einwandfreie Mission ab, steht er ganz zu deiner freien Verfügung. Was ist diese geheime Mission? Ich nenne sie Operation Fallender Stern. Glückwunsch, Kadett! Du wurdest ausgewählt für die Operation Fallender Stern! Laut Informationen der Schutztruppen hat Drak ein hochmodernes Waffenlabor im G34-Nebel. Deine Mission ist die Zerstörung seines geheimen Projekts, ohne... Was ist wichtig, das jemandem zu erzählen. Niemals. Das ist unser kleines Geheimnis. Klar, aber ich verstehe nicht, warum... Bitte stell deine Fragen erst nach Ende der Präsentation. Du infiltrierst Drax Labor mithilfe eines Dietrichs, deines Verstands und der Tapferkeit, die man üblicherweise bei erfahreneren Schutztruppen findet. Geh rein, zerstöre woran auch immer ihr arbeitet und entkomme. Ich beobachte dich von hier aus. Viel Glück. Ich wünschte, ich könnte dort sein und dich verabschieden, aber ich habe einen wichtigen Termin bei meinem Akupunkteur. Ruf mich an, wenn du beim E34-Nebel angekommen bist. Ich zähle auf dich, Ratchet. Alles klar, Captain. Klasse. So. Tu mir einen Gefallen und kauf etwas, ja? Noch ein paar Abschlüsse und ich bekomme eine Stegemesser Prämie. Messer Prämie. Nee. Zu welchem Planeten müssen wir? Laut Navigationscomputer gibt es auf Aridia einen wichtigen Apparat, den wir holen müssen. Vielleicht können wir Skid Mac Marks helfen. Ach, wir machen erstmal das hier. Würde ich mal sagen, ne? Oh, ja. Mann. Warte, ist das Skid Mac Marks da vorn? Ist der Studi? Oh
Was für ein Glück, dass ihr hier aufgekreuzt seid. Ich bin schon die ganze Nacht hier. Ich glaub's nicht. Skid McMarks. Ich hab alle deine Rennen gesehen. Cool war denn Triple Nova Spin bei Mach 2 letztes Jahr beim Caravan Cup. Immer schön, einen Fan zu treffen, kleiner Mann. Ich bin Clank. Das ist Ratchet. Dein Onkel hat einen Infobot erhalten und uns gebeten, dir zu helfen. Oh, ich hab mich schon gefragt, ob er ihn bekommen hat. Mein Agent und ich fliehen schon die ganze Nacht vor dem Blag. Allerdings wurden wir in dem ganzen Chaos getrennt und ich bin beim Abhauen aus Skid McMarks Boardcheck auf die Schnauze gefallen. Hey, könnt ihr vielleicht die Sandhaie beseitigen, damit ich zu meinem Schiff kann? Ihr bekommt mein Hoverboard, wenn ihr das tut. Oh. Wow, ein echtes McMarks 4000 ist so gut wie erledigt. Vorsicht, diese Sandhaie sind echt fies, Mann. Na klasse. Wo ist denn sein Schiff? Wo ist denn sein Schiff? Hallo? Pass echt drauf, kleiner Mann! Wo ist der? Wow! Das war super cool! Ich glaube, es sind noch ein paar Sandhaie auf der Hochebene. Bist du mit ihnen fertig? Klar. Wir brauchen ja nur einen Schlag. Zucker, den hören wir uns dann hoch, weil da ist ein bisschen. Das ist eine nice Sache. Zwei von acht. Okay, den müssen wir auch noch finden. Den Preis schauen wir noch. Ein und zwei sind es noch. Wer hätte dies gedacht? Hab's alle? Yes. Das war ziemlich cool.
Danke für eure Hilfe. Die hier ist euer Hoverboard. Wow, sogar mit Autogramm. Für Ratchet und Clank, den gechilltesten Typen, mit denen ich je auf einem feindlichen Planeten abgehangen habe. Cool. Schaffst du es alleine, ohne Hilfe zu deinem Schiff? Wird schon klappen. Ich glaube allerdings, dass ich nicht am Blackwater City Hoverboard-Wettbewerb teilnehmen kann. Voll der Bomber, Kumpel. Hey, hat einer von euch Kärtchen meinen Agenten gesehen? Ich will ihn nicht hier draußen zurücklassen. Okay. Er hat's nicht so mit der Natur. So, wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Gibt's jetzt irgendeine? Oh Mann, ich hoffe, die Verletzung ist nicht das Ende meiner Karriere. Hab ich schon lange nicht verwendet. Nee, glaub ich nicht. Wir sollten uns nach Skizzagenten umsehen. Er braucht vielleicht unsere Hilfe. Sehen wir uns die Idee. Wie wäre es mit vielleicht erfülle ich dies einwandfrei. Aber was ist das? So kommt die Arbeit für dich. Tun. Achtung, zukünftiger Konsument. Nice. Wir bei McMahon Sports Shack schätzen deine Begeisterung. Aber du betrittst gerade einen Sperrbereich. Bitte verlasse das Baugelände. Müsste Zukunft mir vernichten? Oh, Verstärkung! Mr. Zorkon ist gerade bei. Du bist eine Krankheit. Mr. Zorkon ist das Heilmittel. Das waren die letzten. Sehr beeindruckend. Ja. Okay. Achtung, zukünftiger Konsument. Vielen Dank für dein Interesse an Skid McMahon's Sports Shack. Doch leider zwingt uns deine Weigerung, den Bereich zu räumen, die Konstruktorbots zu aktivieren. Einen schönen Tag noch. Oh, klasse. Mr. Zuckern braucht kein Nanodeck zum Überleben. Mr. Zuckern ernährt sich von Angst. Meine Sensoren erkennen eine seltsame Energiesignatur bei den Schwunghakenziehern. Das könnte eine Apparatur von Wreck Industries sein. In Ordnung. Sehen wir uns um. Ah, ihr habt also meinen Laden gefunden. Ist noch recht unspektakulär, aber bald wird es hier super sein. Hoverboards, einen Schwunghakenparcours und einen 24-Stunden-Taco-Imbiss für den nächtlichen Heißhunger. Yeah, Skid McMahon hier. Hey, lasst euch von Väterchen Frost nicht den Spaß verderben. In unserer Snowboard-Abteilung gibt's die neueste Schneehobel-Technologie. Es ist nie zu kalt, um cool zu sein. Lust auf ein paar Wellen? Abgefahren! Leute, ich hab den Deal für euch. Kommt zur Profi-Serverabteilung, sagt den geheimen Code Hey Alter. Und ihr bekommt 5% Rabatt beim nächsten Einkauf. Hey Alter! Okay. Hey, es geht hier. Jeder kann sich was kaufen, um cool auszusehen. Aber wer nicht auch cool klingt, ist nicht cool. Also werft einen Blick auf. Meldet euch zum Cool-Seminar an und lernt, wie ihr cool aussieht, klingt und sogar riecht. Wie ich. Hallo, ist cool.